Ich heiße Dimitri Petrov, ich bin 29 Jahre alt. Vor 15 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen mit meiner Familie, habe Architektur studiert. Nebenbei entwickle ich viele kleine Accessoires, die mir genauso viel Freude und Spaß bereiten wie auch mein Job. Meine Werkstatt ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich angefangen, mir auch Werkzeuge zu kaufen, weil ich relativ problematisch sah, die Werkstätte von Uni zu benutzen. Da musste man sich anmelden, da musste Öffnungszeiten beachten, und bei einem kreativen Prozess ist es eigentlich nur Störfaktoren. Man kann nicht einfach einen Prozess unterbrechen und zu sagen, so, jetzt schließen wir. Das hat mich gestört und ich habe angefangen, für mich selbst Produkte, also Maschinen zu kaufen, Werkzeuge zu kaufen. Das ist keine professionelle Werkstatt, das ist eine Bastlerwerkstatt, wo ich wirklich meine Ideen, die ich auf Papier entwickle, in den nächsten 3-4 Stunden schon bereits in der Hand halten kann. Mein Atelier ist ja nichts anderes wie ein altes Rinderstall gewesen und ich habe das einfach ausgebaut. Und am Anfang war ich sehr skeptisch, wofür ich das alles mache und warum ich so viel Energie und Zeit hier reinstecke. Aber heutzutage, wenn ich rückblicke, dann ist es eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ich muss ehrlich sagen, dass meine Werkstatt mir unglaublich großen Stolz gibt, wo ich einfach sage, dass ich schon was erreicht habe, dass ich nicht, dass ich jemandem zeigen kann, hey, guck mal, wie toll die Werkstatt ist, sondern dass ich für mich was geschaffen habe, was ein Teil von mir ist. Und das hat nichts mit gesellschaftlichen Werten zu tun, sondern vielmehr, es zeigt mir, dass ich mich im Leben verwirklichen kann, sondern so, wie ich es möchte und nicht, wie es Gesellschaft von mir verlangt. Und genau das gibt mir meine Werkstatt, das bestätigt mich, dass ich auf dem richtigen Wege bin, mich zu finden. Meine aktuelle Arbeit ist so entstanden, dass mein Atelier, meine Halle ist voll mit Boxen, mit Kisten, wo mein Werkzeug drin ist. Und mich hat es immer wieder gestört, aus den Boxen Werkzeug mal rauszunehmen und wieder aufeinander aufzustapeln. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das Problem lösen? Also relativ einfache, klassische Geschichte von der Entstehung von einem Produkt. Mich haben Probleme gestört und ich wollte irgendwas schaffen, was etwas anders funktioniert als übliche Schublade, und meine Boxen trotzdem einsetzen, meine Kisten. Und so habe ich angefangen zu experimentieren. Ich habe mich gefragt, gibt es ein System, die mir schafft, diesen Freiraum mit Boxen und auch dieser Zugänglichkeit? Und dann Stück für Stück entstand letztendlich auch dieser Move-It. Ich habe Move-It entwickelt, weil ich die Idee sehr pfiffig fand und sehr interessant fand. Und dann habe ich das meinen Professoren, meine Kommilitonen gezeigt, die gesagt haben, Dimitri, das musst du schützen. Ich habe das erstmal nicht gehört, mir war das egal, weil ich habe meinen Bestätigungsfaktor erreicht, weil ich gesehen habe, ja, du hast was Interessantes erfunden. Und aber dieser Druck, je mehr ich das gezeigt habe, umso mehr habe ich gehört, Dimitri, du musst es schützen. Und irgendwann habe ich das auch eingesehen und habe gesagt, Mensch, eigentlich ist es auch egal, ob du es schützt oder nicht. Aber mich hat es einfach als Fakt interessiert, wie ist es eigentlich, ein Patent zu haben? Was ist das für ein Gefühl? Und dann habe ich angefangen, einen Patentanwalt zu suchen. Und unglücklicherweise, ich glaube an die Umstände, direkt 3 Häuser weiter wohnt hier ein Patentanwalt. Und dann habe ich einfach hierher geholt, der hat sich das angeschaut, hat gesagt, Herr Petrov, das machen wir. Und so ist es auch zu Patent gekommen. Ich würde sagen, bis jetzt hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Idee zu entwickeln. Aber es ist unglaublich schwer, aus der Idee überhaupt was zu machen. Eine Idee zu haben, das ist ein Bruchteil davon, um wirklich mit dieser Idee Erfolg zu bekommen. Und ich glaube, von Erfolg bin ich noch sehr weit entfernt. Aber ich freue mich drauf, weiterhin die Zeit zu investieren, um einfach zu sehen, wie weit ich mit dieser Idee gehen kann